Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht, ich bin draußen und es ist irgendwie nicht so tolles Wetter, aber nicht so schön wie das letzte Mal. Und ich bin draußen, das heißt, heute ist wieder Loot-Chest-Zeit. Einmal Zombie-Einhorn von Crapware. Zombie-Fluffy-Corn, Unicorn. Sehr cool. Ich würde sagen, etwas verwest. Passt aber natürlich zum Oktober. Einmal ein Gutschein für Raubtierbrause und die passende Raubtierbrause dazu. Und das scheint eine neue zu sein. Das ist die Raubtierbrause Cola. Entschuldigung, wenn ich jetzt lauter werde, aber das war wegen dem Auto. Ja, da bin ich mal gespannt. Achso, guck mal hier, genau. Achso, und natürlich nicht zu vergessen, der neue Loot-Chest-Aufkleber mit dem neuen Logo. Gefällt mir gut. Allerdings, das geht jetzt ganz speziell an Jörn, der könnte ein bisschen größer sein fürs nächste Mal. Und dann haben wir hier ein richtig cooles Comic. Spider-Man. Und das ist Hochglanz. Und sogar mit, ich sehe es gerade, mit einem Spider-Man Poster. Boah, das ist auch ziemlich, also der Comic ist ganz nett. Ich bin ja nun, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Comic-Fan, aber Jana liest Comics sehr, sehr gerne und finde den Stil wirklich gut. Cool. Das, ich musste überlegen. Also, wir haben hier von Doctor Who einen, wie sagt man, eine Artprint, glaube ich. Kunstdruck. Gibt natürlich auch die Deutsche, warum im Englisch, ne? Also ein Kunstdruck. Und das finde ich auch ziemlich cool. Braucht man halt einen schönen Rahmen für, ne? Wir haben ein Jurassic World Raptor Trainer T-Shirt. Ist das nicht geil? Und auch noch in Blue. Ja, in Blau. Ja, und warum Blue? Ach, Blue, weil der ja Liste. Raptor Blue, yeah. Ja, Jana, er weiß sowas. Ich vergesst das. Also nachdem ich zeig's noch mal hin. Also ich zeig's noch mal hin. Ich sag's noch mal laut, damit ihr das seht. So. Sehr cool. Boah. Und jetzt kommt mein absolutes Highlight. Mein absolutes Highlight. Ein Schal. Und nicht nur irgendein Schal. Es ist ein Aperture Laboratories. Nimm mal die andere Seite, du hast aber das Schild drauf. Okay. Deswegen habe ich sie eigentlich so gegeben. Ja, ja. Ich mache so, wie ich es zeigen will. Aperture Laboratories. Ganz nach dem Motto, we do what we must, because we can. Sau geil. So. Und jetzt kommen wir zu dem... Nice. Zum... ja. Extra-Item. Also Plus-Item. Ich weiß schon, wer sich extrem freuen wird. Ja, ich weiß auch, wer sich extrem freuen wird. Mein lieber YouTube-Kollege und Aufnahmepartner, Freezy. Was soll ich auspacken? Es ist eine Batman-Badeente. Jana, packt es mal schnell aus, dann zeige ich euch es nochmal genauer. Ich hoffe, es ist keine limitierte Batman-Badeente. Ich glaube nicht. Ente. Also ich bezweifle, dass es eine limitierte Batman-Badeente gibt, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Haben wir sie jetzt geöffnet, ist sie natürlich schlagartig nichts mehr wert und sie zerfällt zu Staub. So, hier ist die Lederlappen-Batman-Badeente. Quark, quark. Sehr cool. Also ihr seht, Batman hier unten und Unit 3 New Wharf Paladone. Ah, ist ein Paladone. Von dem war auch die Tasse seinerzeit. Ja. Wir müssen natürlich die Raubtierbrause Cola probieren. Logisch. So. Das Gute ist, es ist nicht mehr warm. Oh, riecht schon mal gut. Und das heißt, sie ist auch relativ kühl hier angekommen heute. Sowohl. Im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Erinnert so ein bisschen. Aber nur im ersten Moment. An die Red Bull Cola, wenn ihr die kennt. Dem einen oder anderen wird es schmecken. Unser Fall ist es nicht so sehr. Ja.
So schnell kann es gehen. Ich habe mich auch ein bisschen beeilt, aber es ist auch relativ kühl. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Freezy vorbei. Der macht nämlich auch ein Unboxing heute. Und ja, bis dann. Tschüss. Ciao.